Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Novum für mich, eine Vorlesung online zu halten. Bis jetzt habe ich diese Vorlesung jeweils persönlich gehalten und das ist sehr schade, weil es eben wirklich sehr schön ist und sehr wichtig ist, dass man ins Gespräch kommt und dass Sie Ihre Fragen stellen. Wundern Sie sich nicht, ich bin vom Computer her nicht so gut organisiert. Also, mein Thema heute ist Sexualität in der Psychiatrie. Ich bin Psychiater, habe sehr viele Patienten, 8 bis 9 pro Tag jeweils eine Stunde. Und ich erlebe sehr viele Patientenschicksale und ich versuche jetzt in diesen 45 Minuten das, was sie lernen müssen, was sie abgeprüft werden, auch ein bisschen greifbar zu machen, dass sie merken, wie sehr teilweise ein Leidensdruck bei den Patienten dahinter steht und was eigentlich gemeint ist mit dieser Klassifikation, die wir haben. Sexualität ist prinzipiell für uns Psychiater keine Krankheit, das ist eh klar, aber immer wieder wichtig, dass man es sagt. Sie wissen vielleicht auch, dass Sigmund Freud die Sexualität zum Zentrum des unbewussten Geschehens gemacht hat. Davon sind wir heutzutage auch wieder ein bisschen abgerückt. Das sehen nur die wenigsten Menschen so, dass der Mensch ausschließlich durch die Libido getrieben ist. Sigmund Freud selber hat ja dann am Ende auch gemeint, es gibt noch den Thanatos, den Todestrieb, aber da will ich nicht zu weit hineingehen. Das ist nicht relevant. Jedenfalls, Sexualität ist prinzipiell eine positive Ressource. Das wissen wir bei unseren Patienten. Und tut gut, ganz besonders eben, wenn die Sexualität gebettet ist in einer Beziehung. Und dazu komme ich gleich zum ersten Kapitel. Sie werden sehen, ich habe hier 7 Kapitel aufbereitet, damit Sie ein bisschen einen Überblick haben, wo wir gerade sind. Die ganze Vorlesung soll ja 45 Minuten dauern. Und das Erste, worüber man nachdenken muss, ist über die Soziologie der Sexualität. Diese Vorlesung ist eine nachdenkliche Vorlesung, weil wir Psychiater sind in der Zwischenzeit relativ verunsichert, weil eben die gesellschaftliche Entwicklung gerade im Bereich der Sexualität eine sehr schnelle ist, eine sehr heiß geführte Debatte beinhaltet und wir deswegen relativ flexibel bleiben müssen. Volkmar Sigusz, der wird uns durch die Vorlesung begleiten, ist einer der bekanntesten Sexualwissenschaftler. Und er betont immer wieder die wechselnden Konzepte in der Psychiatrie, was Sexualität betrifft. Er sagt sehr schön, vor 100 Jahren hat die Psychiatrie viele Sexualitäten als Krankheit definiert. Ja? Viele Sexualitäten. Selbst Freud war überzeugt, dass Oralverkehr pervers ist. Nicht? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das würde heute niemand mehr sagen. Da sind wir viel weiter weggerückt vom Beurteilen und Bewerten in dem Sinn, sondern wir haben heute einen relativ anderen Zugang. Über das werden wir in der Vorlesung noch sprechen. Aber dann sagt er noch einen sehr schönen Satz, wo er eben zeigt, wie gut er die Geschichte der Medizin kennt. Nämlich die Medizin hatte die Theologie als Deutungsmacht abgelöst. Früher galt Sex als sündhaft, dann als krank. Ich meine, jetzt auch nicht jeder Sex, muss man dazu sagen. Ich glaube, Sex wurde immer schon sehr lustvoll erlebt, nehme ich an, durch die Jahrtausende. Aber das, was er meint, ist Richard von Kraft-Ebing, der ebenso um die Jahrhundertwende, vielleicht ein bisschen davor, Ende des 19. Jahrhunderts, eben sehr viele ehemalige Sittlichkeitsdelikte entkriminalisiert hat in seiner berühmten Psychopathologia Sexualis, wo er eben berichtet hat, dass eben die angeblichen Sexualstraftäter gar nicht eben böse sind, sondern eben krank. Das ist bis heute eine heiße Diskussion, die wir haben. Aber gleichzeitig ist eben auch die Frage, ob jede Sexualität, die Anführungszeichen abnorm ist oder irgendwie anders, gleich schon krank ist. Nicht? Also Sittlichkeitsdelikt auf der einen Seite, Pathologie auf der anderen Seite nicht und eine breite Normalität. Das ist das, was wir jetzt eher bedenken. Aber auch hier bei Richard Graf von Kraft-Ebing
merken Sie, das ist gar nicht so leicht, weil nehmen Sie mal Pädophilie her, nicht? Also ist der Pädophile einfach nur krank, also kann er nichts dafür. Also heutzutage denken sich halt die meisten, also Pädophilie als Neigung ist wahrscheinlich krank, würde ich sagen, würden die meisten sagen, ja, ich halte mich da jetzt bewusst raus. Aber die Handlungen sind jedenfalls kriminell, nicht? Und so hat man eben über viele andere Sexualitäten gedacht vor 100 Jahren und eben Krafft-Ebing hat eben versucht, eben die Täter zu entlasten, Täter unter Anführungszeichen zu entlasten. Auch aus dieser Zeit, ein bisschen später, ist Sigmund Freud, der natürlich sehr, sehr viel über Sexualität gearbeitet hat. Aber er hat so den Goldstandard in der Sexualität festgesetzt. Pervers ist jede Sexualität, die nicht auf den Koitus abzielt. Das klingt natürlich fürs Erste sehr, sehr schräg. Aber hat zumindest diese Dimension der Beziehung, nicht? Und das ist wahrscheinlich ein prinzipiell schon guter Punkt, nicht? Also die Frage ist, ist ein Du gemeint? Ist Sexualität am Ende doch eine Sprache der Liebe? Ist es beziehungsfördernd oder ist es völlig abgelöst von der Beziehung und konzentriert sich nur auf die eigene Befriedigung? Ne? Natürlich ist die eigene Befriedigung, muss die eigene Befriedigung schon ein Teil der Sexualität sein, sonst wird es dann irgendwie auch gar nicht richtig funktionieren. Aber schon hier merken Sie, dass in der Psychiatrie die Dinge gar nicht so fest sind, wie sie scheinen. Wenn ich Ihnen dann die Diagnosekataloge erkläre, dann haben Sie im Hinterkopf, die Dinge sind nicht so fest. Noch einmal zur Einleitung eben Volkmar Sigusch, der eben sagt, der sehr skeptisch ist der 68er Revolution, weil er eben sagt, ja, sie ist schon lange vorbei, aber er sagt, die sexuelle Revolution hat eben nicht alle Probleme gelöst. Es ist heute vor allem schwierig, Liebe zu stabilisieren. Viele Menschen sind unbefriedigt. 95% der sexuellen Ereignisse finden in festen Beziehungen statt. Also Sexualität ist im Prinzip das Phänomen der festen Beziehungen. Und die 24% Singles müssen mit einem Prozent zurechtkommen. Das Zitat ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob sich jetzt durch Tinder da einiges geändert hat, aber wahrscheinlich auch gar nicht so viel, wenn ich an meine Patienten denke. Da gibt es wohl kaum welche, die so viele One-Night-Stands haben, wie eben feste Beziehungen, Sexualität leben, würde ich jetzt so mal geschätzt sagen. Gleichzeitig wird von den Medien und Werbung vorgemacht, es könne jedermann die tollsten Frauen haben. Ja, das ist ein innerer Druck, den viele Männer und auch Frauen in sich spüren. Und tatsächlich ist es so, dass es immer wieder oder eigentlich viele Menschen gibt, die sehr darunter leiden, keinen Partner zu haben, eigentlich alleine durchs Leben zu gehen. Also das ist was sehr Wahres, kann ich als Psychiater von einer ganz anderen Richtung sehr bestätigen. Da geht es aber bei vielen gar nicht in erster Linie um Sexualität, aber natürlich ist das auch ein Thema. So. Also das war nur so eine Einleitung, damit Sie das Ganze ein bisschen verorten können. So im zweiten Kapitel rede ich jetzt darüber, wie Psychiater Sexualität kategorisieren, und zwar natürlich nicht die Sexualität an sich, sondern die Sexualstörungen. Also das, was eben unter Anführungszeichen kranke Sexualität ist, beziehungsweise was leidende Sexualität ist, mit welchen Problemen die Patienten heute zu uns kommen, wenn sie wegen Sexualität zu uns kommen. Kleiner Überblick über die Psychiatrie. Das sind alle Kapitel vom ICD-10. Das ist eben das heute gängige Diagnose-Schema. Ich habe das vereinfacht, weil das sind sehr lange Sätze. Das sind die Demenzen zum Beispiel, die Süchte, die Schizophrenie, die Depression, die Neurosen, Essstörungen. Und dort, wo wir die Sexualität finden, sind in zwei Kapiteln, nämlich dem F5er und dem F6er Kapitel. Ja. Und da zoomen wir jetzt rein, da schauen wir uns näher an. Zuerst das Fünfer. Das Fünfer ist relativ einfach und das beginnt, da müssen Sie sich vorstellen, stellen Sie sich einfach vor, wenn zwei Menschen miteinander Sexualität erleben, dann kann es einige Probleme geben, ja, bis zur Vereinigung.
wenn Sie sich das so als Eselsbrücke vorstellen, dann tun Sie sich leichter. Also Mangel von sexuellem Verlangen ist das erste, F52.0. Da ist nicht gemeint, dass Menschen sagen, ich habe keine Lust auf Sex. Ja, das ist die Asexualität, von der Volker Sigusch sagt, das ist eine neue Form von Sexualität, asexuell zu sein. Das ist keine Krankheit, sondern das Leiden darunter, dass man kein sexuelles Verlangen hat. Also das ist eigentlich einen Tick anders. Also ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt. Ich hatte bei meiner Vorlesung bis jetzt immer die Fragen der Studenten direkt an meinen Vortrag hinein. Das geht mir jetzt ein bisschen ab, aber ich versuche mich zu erinnern, was Ihre Kollegen oder Ihre Vorgänger immer gefragt haben. Also es geht nicht darum, keine Lust auf Sex zu haben, das ist keine Krankheit, sondern darunter zu leiden, dass man kein sexuelles Verlangen hat. Ja, das ist der Punkt. Sexuelle Aversion oder mangelnde Befriedigung, also Sexualität wird beim nächsten Punkt, ja, F52.1, also Aversion heißt eben Abwehr, man hat eben nicht nur keine Lust darauf, sondern man erlebt es negativ. Da muss man natürlich schauen, was ist da in der Kindheit oder was ist da davor vorgefallen. Das hat meistens eine Geschichte, kann man recht gut therapieren. Aber es gibt jedenfalls Menschen, die eine starke Aversion haben oder eine mangelnde Befriedigung, die leben Sexualität sogar. Aber es gibt ihnen überhaupt nichts. Ja, das ist natürlich, also das, glaube ich, erklärt sich von selber, dass das schon mehr ein Leiden ist. Beim nächsten Punkt, F52.2, habe ich bis jetzt immer in die Runde gefragt, was ist das? Und natürlich wurde sofort genannt die Impotenz beim Mann. Und das ist auch richtig, das ist sozusagen die größte Kategorie. Männer, die sich schwer tun, erektile Dysfunktion sagt man auch dazu, die sich schwer tun, eine Erektion zu erlangen zur richtigen Zeit, haben einen sehr starken Leidensdruck und ihre Frauen haben auch einen sehr starken Leidensdruck. Das kann natürlich somatische Ursachen haben und dann gehört es nicht da hinein, sondern nur, wenn es ausschließlich psychische Ursachen hat. Und hier sehen wir eigentlich in der Therapie der Patienten relativ häufig psychodynamische Schwierigkeiten zwischen den Paaren. Also vor kurzem hatte ich ein Paar bei mir, wo sie sehr aggressiv Sexualität fordert, regelmäßig, am besten täglich oder sogar zwei- oder dreimal täglich. Und er kriegt das überhaupt nicht hin, ganz im Gegenteil. Er ist eher verschreckt. Und das ist deswegen interessant, weil Viktor Frankl, der sich interessanterweise auch damit beschäftigt hat, war, glaube ich, jetzt nicht sein Hauptgebiet, aber hat vor einigen Jahrzehnten ein Bild gebracht, das ich zufällig als Student noch gehört habe, nämlich er sagt, es gibt im Meer oder irgendwo Fische. Ich habe das nie nachgeprüft, ob das biologisch stimmt, aber sagen wir mal, es stimmt. Egal, er will ja was anderes, er will eigentlich ein Bild zeichnen. Es gibt Fische, wo die Weibchen, wenn sie die Männchen sehen und beide sind eben geschlechtsinteressiert, dann schwimmen die Weibchen weg, sie flüchten vor den Männchen, aber sie flüchten relativ langsam und die Männchen jagen nach, fühlen sich wahnsinnig potent, holen die Weibchen ein und nachher kommt es eben zu diesen Dingen. Und Viktor Frankl erzählt hat, es wurden dann diese Fische, die weiblichen Fische, konditioniert, auf die Männchen zuzuschwimmen. Und Das hat zur Folge gehabt, dass die Männchen gesehen haben, die Weibchen flüchten nicht, sondern schwimmen auf die Männchen zu und haben Reis ausgenommen, ja, also, und sind geflüchtet. Das ist relativ lustig. Und als Psychiater mit schon sehr vielen Patientenkontakten kann ich sagen, da ist ein bisschen was Wahres dran. Also eine zu aggressive Forderung der Frau kann auch psychodynamisch zu einem Versagen führen, aber es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten auch. Und die muss man dann sehr sensibel und feinfühlig in der Psychiatrie/Psychotherapie herausarbeiten. Das ist ja alles sehr schambesetzt, können Sie sich vorstellen. Besonders eben beim Mann. Und da gibt es, glaube ich, dann auch psychodynamisch eine
Frauen, die da eher hilfreich sind und Frauen, die da eher, sagen wir mal, die Sache noch verschlimmern. Aber ich sage es nicht, das ist eine Schuld der Frau, aber da ist ein erhebliches Leidenspotenzial, kann ich wirklich bestätigen, aus meiner therapeutischen Erfahrung. Aber es ist nicht nur die erektile Dysfunktion, sondern es ist auch auf weiblicher Seite, die, zum Beispiel Lubrifikationsstörungen, das heißt das Versagen der genitalen Reaktion des Feuchtwerdens der Scheide. Ja? Also Lubrifikation ist das Feuchtwerden der Scheide. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es auch schwierig, kann man relativ leicht natürlich mit einem Gleitmittel kaschieren. Aber es sind überraschend viele, die das dann nicht wissen und dann eben leiden. Orgasmusstörungen ist das nächste Kapitel, das dritte. Ja, Sie sehen also vom Verlangen hin zur genitalen Reaktion und dann, jetzt sind wir schon beim Orgasmus. Ja, die Orgasmusstörungen sind, gut, das glaube ich erklärt sich von selber, es kommt nicht zum Orgasmus, entweder beim Mann oder bei der Frau. Irgendwann einmal wird halt dann abgebrochen, weil der jeweils andere dann eben den Orgasmus schon hatte oder weil es dann irgendwie nicht mehr lustig ist. Wenn das Ganze wieder abschwillt, dann muss man dann schauen, gibt es irgendwelche Störfaktoren? Ja, wenn die Kinder ganz nah sind oder anfangen zu weinen, ein Säugling daneben oder sonst irgendwas, ist es meistens selbsterklärend, aber da kommen die Paare manchmal auch selber drauf, aber überraschend oft auch nicht. Das ist eher mehr eine Kleinigkeit, aber da gibt es noch viele andere. Und wieder die Orgasmusstörungen, die wir hier als Psychiater behandeln, sind natürlich die nicht-organischen. Ja, das ist eh klar, das gilt jetzt für alles. Also da muss man auch wirklich genau hineinschauen und meistens auch in die Dynamik, was ist da, ne? Zwischen den beiden. Ejaculatio precox, das ist ein vorzeitiger Samenerguss. Großes Leiden für Mann und Frau. Für den Mann deswegen, weil es ihm peinlich ist. Und für die Frau, weil sie, das hat mir eine Patientin vor wenigen Tagen gesagt, weil sie nie zu dem Ihren kommt. Ja? Also weil sie einfach ja, immer durch die Finger schaut sozusagen, weil er irgendwann kaum, also sie sagte, kaum ist er drinnen, ist schon wieder vorbei. Nicht? Also das ist irgendwie, merkt sie kaum. Das ist natürlich sehr belastend. Auch für beide Seiten. Manchmal kann man mit Positionswechseln was erreichen, dass der Mann nicht aktiv ist, sondern ganz passiv da liegt und die Frau eben mehr die Arbeit macht. Das ist meistens ein Problem von jungen Männern mit Sexualpartnerinnen, die eher neu sind für sie, wo da noch keine große Vertraulichkeit da ist und wo auch der innere vielleicht Druck da ist, eben entweder was zu leisten, dann kann es auch zu Versagen kommen oder eben, weil das alles so aufregend ist und alles so neu oder und dann passiert das eben. Bei vielen ist es bei den ersten paar Malen so und dann beruhigt sich es langsam, aber wenn natürlich, man kann sich das auch irgendwie einlernen wie eine Konditionierung. Ich kenne auch Paare, die schon 15 und 20 Jahre verheiratet sind, wo er noch immer daran leidet. Und da muss man dann von Fall zu Fall sich überlegen, was könnte da eine gute Lösung sein oder wie kann man das Ganze angehen. Und meistens kommt man auf gute Sachen. So, F52.5, das ist der nicht-organische Vaginismus. Also Vaginismus ist das Anspannen der Muskulatur rund um die Scheide, sodass der Penis nicht penetrieren, nicht rein kann. Und hier wird das nicht-organisch betont. Bei den anderen Sachen ist es natürlich auch nicht-organisch. Also klar, all diese Störungen müssen zuerst einmal zum Urologen/Gynäkologen. Und erst wenn ausgeschlossen ist, dass es organisch nichts gibt und man sich das genauer angeschaut hat, dann ist das Psychologische möglich. Auch bei manchen jungen Frauen kann das vorkommen, wenn sexuelle Unerfahrenheit da ist und wenn die sexuelle Situation noch ein bisschen befremdlich oder sehr befremdlich ist, wenn vielleicht auch ein bisschen oder viel Druck im Spiel ist. Dann kann es zum Vaginismus kommen. Aber es kann auch so eine Art
was ich immer wieder beobachte, so eine Art Minderwertigkeitskomplex da ist. Und das funktioniert bei mir eh nicht und das geht sowieso nicht. Also da gibt's auch meistens eine Lösung bei diesen Dingen. Oder es gibt eben eine Geschichte in der Kindheit oder eine Vorgeschichte im frühen Erwachsenenalter, die auch in diese Richtung geht. Aber natürlich hat es auch eine personale Dimension. Also da muss man halt psychotherapeutisch in alle Richtungen recherchieren. Nicht organische Dyspareunie, das ist eine Erkrankung oder Störung, sagen wir besser, eine Störung, wo der Geschlechtsverkehr wehtut. Ja. Die Lubrifikationsstörung haben wir natürlich schon genannt. Ja. Also das sind Schmerzen. Das können beide haben. Männer oder Frauen können Schmerzen haben beim Geschlechtsverkehr. Und da muss man wirklich zuerst einmal wirklich zum Urologen oder zum Gynäkologen gehen und schauen, ob da irgendwas vorliegt. Und meistens sind da körperliche Phänomene, wie gesagt, zu wenig Feuchtigkeit, zu wenig Gleitflüssigkeit da. Aber natürlich ist es auch manchmal eben psychodynamisch im Sinne einer verdeckten oder offenen Beziehungsproblematik zwischen den beiden. Das gesteigerte sexuelle Verlangen oder heutzutage sehr gerne auch Sexsucht genannt, das werde ich später besprechen, weil von all diesen Phänomenen ist die Sexsucht die wahrscheinlich am spektakulärsten sind und wo ich muss in meiner Praxis sagen, da habe ich wahrscheinlich die meisten Patienten. So, das war noch die einfache Gruppe, die Gruppe F5, aber jetzt schauen wir uns die 6er-Gruppe an. Ich erinnere, also wir haben bei F5 was zu finden. Zwischen Ess und Schlaf gibt es auch die Sexualstörungen, aber jetzt F6 sind die Verhaltensstörungen. Und das ist ein bisschen komplizierter, einfach weil es ein bisschen durcheinander kategorisiert sind. Und da haben wir bei den F6ern zuerst einmal die 64er-Gruppe. Die heißen Störungen der Geschlechtsidentität. Und im Vergleich dazu nur ganz kurz, wir kommen gleich wieder zurück. Die 65er-Gruppe ist die Störung der Sexualpräferenz. Also die Geschlechtsidentität ist, wer bin ich, genau, und die Sexualpräferenz, wen will ich oder was will ich. Ja, das sind die zwei Arten, so können Sie es vielleicht unterscheiden. Ja. Und die 64er, da gibt es eben den Transsexualismus. Das kennen Sie wahrscheinlich alle als Transgender. Ja, im ICD-10 heißt es nach wie vor Transsexualismus und damit, wie gesagt, also ich glaube, das weiß jeder, Wunsch, als Angehörige des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Diese Gruppe möchte ganz massiv aus den psychiatrischen Kategorien ausscheiden, wie schon andere sexuelle Neigungen ausgeschieden sind. Und da sind wir nicht am Ende der Entwicklung angelangt. Da werden wir noch viel in diese Richtung erleben oder diskutieren oder uns einigen oder wie auch immer. Ich habe vor vielen Jahren mit meinen Studenten mal diesen Film angeschaut, Transamerica, von einem Vater, der eben dann transsexuell geworden ist, später mit seinem Sohn und der dann irgendwie, ich kann mich jetzt gar nicht an die Details erinnern, aber jedenfalls, der dann sehr erstaunt war, aber am Ende haben sie sich sehr gut vertragen. Interessanter Film. Also das ist die erste Gruppe, wie gesagt, da können wir uns darauf gefasst machen, dass die Diskussion, wie sehr gehört das jetzt zur Psychiatrie, noch weitergeht. Ich meine, Tatsache ist, dass wir ohnehin diese Kategorie nur anwenden, wenn ein Leidensdruck besteht. Ja, das ist ja sowieso ein Kriterium, das wichtig ist. Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen. Ja. Das ist jetzt jemand, der ab und zu eben Kleider des anderen Geschlechts trägt. Das ist eine Kategorie und Störung der Geschlechtsidentität im Kindesalter. Also Kinder, die einen dringenden und anhaltenden Wunsch haben, zum anderen Geschlecht zu gehören, also eigentlich so ähnlich wie das, aber das kann sich eben auch noch ändern. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man da noch ein bisschen abwartet. Früher war das Alter, solange wir abgewartet haben, bis es dann zu ersten operativen Korrekturen kam, war man nach meiner Erinnerung 26, also schon
ordentlich. Das ist, glaube ich, heute wird das teilweise ganz anders gehandhabt. Das muss man sich im Detail anschauen. Manchmal ist es so, dass die Kinder gerne das andere Geschlecht wären, weil es eine gewisse Psychodynamik gibt mit den Eltern, die zum Beispiel, also ein Fall, den ich persönlich mitbekommen habe, ist, dass die Mutter eben ständig andere Männer hatte und von denen immer eigentlich sehr entwertet wurde und der Vater genau sehr sexualisiert war und auch ständig fremdgegangen ist und eigentlich mehr oder weniger allen Frauen eben auf dem Hintern gegriffen hat oder alles Mögliche. Und dadurch hat die Tochter dann sich mehr oder weniger entschieden, sie wolle lieber männlich sein. Das wäre ihr lieber gewesen wegen eben der Dynamik, die entstanden ist zwischen diesen Eltern. So, jetzt haben wir die 65er. Das ist wahrscheinlich die spektakulärste Gruppe. Das ist die Gruppe, die früher eben Perversionen genannt wurde. Also das ist eine richtig berühmte Gruppe sozusagen. Störung der Sexualpräferenz klingt eigentlich sehr wissenschaftlich. Also das bedeutet, dass das Sexualziel, ja, nach Sigmund Freud, also das, was der andere will oder vulgär gesprochen, was ihn antörnt, ja, was ihn wirklich anzieht, das ist, sagen wir mal, anders. Es ist beim Fetischismus noch, ist es eben ein Fetisch, es ist nicht der Mensch, sondern es ist nur der Fuß, sagen wir mal, ja. Aber es kann auch ganz was anderes sein. Es kann zum Beispiel, also einer meiner Patienten hat zum Beispiel Gips. Ja, der steht auf Gipsfüße, das ist natürlich recht unpraktisch, wie Sie sich vorstellen können, weil seine Frau nicht ständig im Gips herumlaufen kann. Und das ist schon ein Leiden, das die Menschen haben, manchmal nicht. Aber die Frage ist dann, wie ausgeprägt ist das? Nicht? Kann es eingebaut werden in eine Beziehung oder geht das eben nicht? Oder leben die das dann außerhalb der Beziehung aus? Ja? Also wenn einer halt nicht auf seine Frau steht, sondern auf Handtaschen oder Socken oder was auch immer. Ein anderer Patient von mir, erinnere ich mich jetzt, der ist vor Kleidergeschäften gestanden oder wo auch immer, der Kärntner Straße, und hat Frauen angesprochen, ob sie ihm für 50 Euro ihre Strumpfhose verkauft, ihre getragene Strumpfhose, also die mussten dann zurück irgendwo ins Geschäft, sich die ausziehen und ihm gegeben, und er hat ihnen 50 Euro gegeben. Und das ist Fetischismus. Das hat er dann genommen, ist nach Hause gegangen, hat masturbiert damit und das war dort für ihn, also gerochen und alles Mögliche. Also das ist Fetischismus. Er hat fürchterlich darunter gelitten, das hat er nicht mehr und da ist er schon sehr erleichtert. Wenn Sie Fetischismus verstehen, dann verstehen Sie auch den fetischistischen Transvestitismus. Das ist jetzt im Vergleich zum anderen, zum klassischen Transvestitismus, der sich einfach nur anders kleidet, ist der sexuell erregt. Ja? Also ein Mann trägt Frauenkleider und ist total erregt und der trägt sie nur so lange, bis er eben diese Erleichterung hat. Meistens masturbieren sie dann dabei und dann zieht er das wieder aus. Ja? Das ist ganz ein großer Unterschied zum Transvestiten, der sich halt ab und zu anders anzieht, oder zum transsexuellen Patienten beziehungsweise Transgender, der sich halt immer anders anzieht, weil er sagt, ich bin im falschen Körper geboren. Ja, also diese drei Kategorien müssen Sie auseinanderhalten. Das sind verschiedene Dinge. So, jetzt kommen wir zu härteren Sachen. Exhibitionismus. Exhibitionismus ist in Österreich, und ich würde sagen auf der ganzen Welt, aber wir sind jetzt in Österreich verboten. Das ist das Zeigen des erregierten Gliedes an Frauen, die dann eben auch überrascht sind und eigentlich schockiert. Also das, was der Exhibitionist nicht will und was die wenigsten verstehen, wenn sie sich nicht damit beschäftigen, ist, das ist nicht jemand, der vergewaltigen will. Gut, das ist natürlich schwer auseinanderzuhalten, wenn man plötzlich ein nackter Mann vor einem steht. Sondern der will erschrecken, also der will genau den Schrecken. Also einer meiner Lehrer, Professor Zapodotsky, leider ist er schon verstorben, hat immer gesagt, wenn die Frau dann hingeht und sagt, na, das ist aber ein besonders niedliches Ding, dann würde er den Mantel wieder zumachen und weglaufen. Das ist ganz sicher so, nicht? Also das heißt, er lebt von dem Schrecken manchmal
oder meistens suchen die sich halt auch noch besonders junge Frauen, nicht? Weil eine, würde ich sagen, ich meine, das ist für niemanden erfreulich, sowas zu sehen, für keine Frau, aber 40-, 50-jährige Frauen sind dann, glaube ich, eher stabiler als eben 15-Jährige. Ne? Also die machen das meistens mit Jüngeren. Wer sind Exhibitionisten? Da gibt es relativ viele Untersuchungen, weil das doch auch spektakuläre Patienten sind. Meistens sind sie kognitiv beeinträchtigt, das heißt eher mit niederem Intelligenzquotient, vielleicht sogar eben geistig behindert. Aber nicht immer. Ich hatte einen Familienvater mit 3 Kindern, glücklich verheiratet, und in der Nacht ist er dann rausgelaufen, ist immer wieder von der Polizei erwischt worden, deswegen hat er sich dann von mir therapieren lassen. Und er hatte ein extremes Bedürfnis, das zu machen, obwohl er wusste, er riskiert Kopf und Kragen. Also das sehen wir bei Sexualität immer wieder, dass wieder die Vernunft gehandelt wird, obwohl es extrem gefährlich ist. Das sehen wir im übernächsten Kapitel noch viel mehr bei der Pädophilie. Aber machen wir vorher den Voyeurismus. Der Voyeurist ist jemand, oder der Voyeur ist jemand, der eigentlich nicht selber aktiv ist, sondern der zuschauen möchte. Früher waren das eben die Löcher in die Mädchenduschen gebohrt haben und dann eben zugeschaut haben, wie sich die Mädchen duschen, oder noch ärger in Bordellen, wo sie dann ein Guckauge hatten, wo sie zugeschaut haben, wie andere Geschlechtsverkehr hatten oder wo auch immer. Oder die mit dem Fernrohr, die Nachbarn gegenüber, die vielleicht keine Vorhänge haben, beim Sex beobachten. Das sind Voyeure. Natürlich sind wir in einer voyeuristischen Gesellschaft. Also Stichwort, jetzt habe ich einen Hänger. Pornografie ist mir jetzt nicht eingefallen. Also Pornografie ist im Grunde so eine Art von Voyeurismus, der gesellschaftlich toleriert ist im Grunde. Aber es ist dasselbe Phänomen. Man schaut jemandem anderen zu dabei und erregt sich selber, statt dass man selber aktiv wird. Voyeurismus. Dann sind wir bei der Pädophilie. Das ist wohl die heißest verurteilte Gruppe. Das ist noch viel heißer geworden als in den 70er Jahren noch, wo man sich gesagt hat, so schlimm ist das nicht. Und bringe ich Ihnen noch ein Zitat, wenn sich das ausgeht. 1988 noch hat Volker Beck gesagt, mein Gott, Pädophilie, das soll doch endlich einmal aus dem Strafrecht raus, das ist doch harmlos. Und na, das sehen wir heute ganz, ganz anders mit den vielen Pädophilie-Skandalen, die wir haben. Das ist eben die Neigung nicht zu Erwachsenen, sondern zu Kindern. Ja, der Pädophile neigt zu Kindern, die sexuell nicht entwickelt sind, ja, während wenn die Kinder sexuell entwickelt sind, dann sind sie vielleicht noch strafrechtlich geschützt, aber dann wäre es nicht mehr Pädophilie, sondern dann wäre es zum Beispiel Ephebophilie oder sowas, also das heißt, die Lust an geschlechtsreifen Mädchen oder Burschen, die aber eben noch gesetzlich geschützt sind, also 15-, 16-Jährige, das ist noch immer strafrechtlich relevant, aber es ist keine Pädophilie mehr im medizinischen Sinn. Sadomasochismus, das ist auch eine Gruppe von Menschen, die aus diesem Katalog raus wollen. Ja, also glaube ich, das muss ich nicht erklären, diese SM-Szene, die aber auf Konsens aufbaut. Das heißt, die geben sich dann ein Zeichen, wann es zu viel ist. Aber da gibt es natürlich auch Abstufungen von eben Sadisten oder Masochisten, besonders eben von Sadisten, die eben dieses Sadistische in sich haben und die eben Leute quälen, die nicht damit einverstanden sind. Also das Prinzip von Sadomaso ist eben, dass da große Distanz herrscht. Ich habe immer wieder männliche Masochisten in Therapie und die suchen dann eben diese Domina, aber das Wichtige ist, dass die Domina sind eben logischerweise nicht gut behandelt. Also die sagt dann, zieh dich aus, putz meine Schuhe und spuckt ihnen ins Gesicht und das war's dann. Mehr passiert da nicht. Also bleibe jetzt ein bisschen plakativ. Natürlich gibt es noch mehr dazu zu sagen, aber eine klassische sadomasochistische Beziehung ist eben keine Beziehung. Zumindest bei vielen Patienten. Es gibt natürlich schon sadomasochistische Praktiken, aber die echten
Also die Leute, die in der Szene drinnen sind, die lachen über Shades of Grey, weil das eben genau nicht das ist, was Sadomasochismus sozusagen eigentlich ausmacht oder hergibt. Multiple Störungen, man kann auch mehreres davon haben, das ist natürlich logisch. Und dann gibt es noch andere, Frotteurismus ist sich reiben an den anderen, Stichwort Straßenbahn. Nekrophilie, Sexualität mit Verstorbenen ist natürlich besonders, wie soll ich sagen, bemerkenswert. Sodomie, das war mein erster Fall auf der Psychiatrie in Graz, Sodomie, Sexualität mit Tieren. Das ist spektakulär, bei Hirten soll es früher häufiger vorgekommen sein. Ja, ich nehme an, die Dinge haben sich da etwas verändert. Und dann haben wir noch die sexuelle Entwicklung und sexuelle Orientierung, das ist die 66er Gruppe. Ja? Also wir hatten die 64er Störung der Geschlechtsidentität, 65er Sexualpräferenz, sozusagen die Perversionen und die sexuelle Entwicklung und sexuelle Orientierung. Da haben wir die sexuelle Reifungskrise. Der junge Mensch weiß nicht, was für eine sexuelle Orientierung er hat. Und das führt zu Ängsten oder Depressionen. Ich düstere eine Sexualorientierung. Die Orientierung ist egal, aber er leidet unter seiner Orientierung, möchte gerne eine andere haben. Da gibt es therapeutisch sehr interessante Implikationen. Auch diese Gruppe, da gibt es eben einen gesellschaftlichen Druck, die aus dem ICD-10 oder eben dann 11 zu entfernen. Sexuelle Beziehungsstörung ist eben auch bereit, also die Geschlechtsidentität oder die Störung der sexuellen Präferenz bereitet bei der Aufnahme und Aufrechterhaltung einer Beziehung mit einem Sexualpartner Probleme, weil er eben nicht in dieser Weise interessiert ist. Jetzt schauen wir uns die Sexsucht näher an, das ist das dritte Kapitel. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Von den Funktionsstörungen, die ich Ihnen schon genannt habe, ist die Sexsucht eben das gesteigerte sexuelle Verlangen im ICD-10. Und da finde ich, die beste Definition hat Bricken gegeben im Jahr 2007. Über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten wiederkehrte Schwierigkeiten, sexuelle Fantasien und Verhaltensweise zu kontrollieren. Also es geht um den Kontrollverlust, es geht nicht um die Frequenz. Ja. Also ab 2-mal Geschlechtsverkehr pro Tag, das ist nicht krank, ja, sondern es geht mehr um das Thema Kontrollverlust. Die sexuellen Fantasien und Verhaltensweise beinhalten nicht paraphile Symptome. Also das heißt, paraphil ist das frühere Wort, pervers, exzessive Masturbation, Pornografie, Konsum, Telefon und Cybersex, protrahierte Promiskuität, aber alles eben relativ beziehungslos. Ne? Sexuelle Fantasien und Verhaltensweise verursachen klinisch relevante Schwierigkeiten. Ja, so zum Beispiel Pornografie aufrufen während der Arbeit und der Chef kommt rein und das oder die Chefin. Und das kommt dann irgendwie nicht besonders gut. Gut, viertes Kapitel, deviante Sexsucht. Hier haben wir, die haben wir eh schon im Detail besprochen. Aber das Interessante ist eben, was ist überhaupt pervers? Wer bestimmt das eigentlich? Ja, also Perversion früher, perverse heißt Verdrehung, Umkehr, Deviation, das verwenden wir eben häufiger. Ist vom Weg abweichen, ist auch ein schwieriger Begriff. Heute sagen sie es auch Paraphilie, das heißt, Para heißt daneben, jeder Mediziner weiß das, und Philie heißt Freundschaft, also daneben lieben. Im Grunde alles dasselbe. Schwierig ist eben aus einem wissenschaftsphilosophischen Standpunkt, ist, wer bestimmt das? Die Wissenschaft oder die Gesellschaft, die Weltanschauung, sagt uns Psychiater, die Gesellschaft, was jetzt normal ist oder was nicht. Religion, Moral, ja, was ist das Kriterium der Leidensdruck? Na, der Leidensdruck ist schon mal ein gutes Kriterium. Also einer, der nicht drunter leidet, der ist dann nicht krank. Fragezeichen, weil der Pädophile, der leidet oft nicht drunter, der findet das ja super. Ne? Ja, schwierig. Ne? Schädigung des anderen ist oftmals nicht festzumachen. Bei dem Exhibitionismus schon, bei anderen Dingen viel schwieriger. Ja, der Konsens ist auch schwierig. Die 68er sagten, jede Sexualität ist erlaubt, hauptsächlich Konsens, aber dann war plötzlich Pädophilie auch okay. Nicht? Es gibt nämlich viel Pädophilie mit einem angeblichen Konsens. Das ist eben die Schwierigkeit. Normale Sexualität, das ist natürlich ein sehr problematischer Begriff. Da sind wir wieder, wer bestimmt jetzt, was normal ist oder was nicht. Ein gutes Kriterium ist die Beziehungsfähigkeit, meiner Meinung nach. Nicht? Und da sind wir wieder bei Sigmund Freud, ja, der eben sagt, irgendwie die Sexualität geht auf eben eine, gut, er sagt Coitus, das ist ja noch keine Beziehung, aber
Aber je mehr Sexualität eingebettet ist in eine Beziehung, würde ich sagen, umso stabiler ist das. So, das habe ich übrigens auch beim Wikipedia gesehen, nicht? Vor allem dadurch, dass Personen eben, die eben paraphil sind, im Grunde keine Partnerschaft anstreben, sondern lediglich ihren Sexualtrieb befriedigte Reize suchen. Das ist ein schöner Punkt. Also ich würde sagen, das kann ich sehr bestätigen, aber im Wesentlichen sind wir da noch sehr am Suchen, was ist das jetzt eigentlich wirklich und was ist das Richtige und was ist das Falsche. Aus Zeitgründen werde ich Ihnen da jetzt einige wilde Beispiele nicht bringen. Eins vielleicht schon, den Kannibalen von Rothenburg, der ist besonders bemerkenswert, weil er eben viele Sexualpartner gesucht hat und mit denen sich ausgetauscht hat. Aber da ging es darum, um Kannibalie, das heißt um die Schlachtung des anderen. Und dann am 9. März 2001 ist das Opfer gekommen, die haben das vorher besprochen, dann hat er ihn gefesselt, den Penis abgeschnitten, dann haben sie gemeinsam gegessen und dann hat er ihn wirklich umgebracht und das hat er gefilmt und nachher hat er masturbiert vor diesen Bildern. Also sie merken, dass Sexualität schon sehr problematisch werden kann. Und das ist das, was Sigurd eben auch sagt, dass wir in einem starken kulturellen Wandel sind, was Sexualität betrifft und dass man deswegen sehr nachdenklich sein muss und sehr vorsichtig. Wir finden heutzutage Sexualität, das ist das fünfte Kapitel, auch sehr intensiv im Internet. Bei der Internet-Sexsucht gibt es diese vier Kriterien, die mir sehr gut gefallen. Exzessiver Gebrauch, Entzugssyndrome, wenn der nicht im Internet ist, ja, Dosissteigerung, das heißt immer bessere Rechner, immer mehr Software, negative soziale Interaktionen. Ich kann mich gut erinnern an einen Patienten, der sagt, er will weg von dem Zeug, nicht weil er das irgendwie moralisch verurteilt, sondern weil er 5 Stunden lang nicht anderen beim Sex zuschauen möchte. Das kommt ihm einfach ziemlich blöd vor. Das ist die beste Studie, die es gibt, Sex in America Online, wo eben 75% der Männer und 41% der Frauen sagen, dass sie willentlich Pornografie konsumiert und heruntergeladen haben, aber 2% davon erfüllen alle Kriterien der Sucht. Das heißt eben Kontrollverlust. Und das Interessante ist, dass das immer einhergegangen ist mit partnerschaftlichen Problemen. Frauen waren weniger zufrieden mit ihrem Körper und haben mehr Partnerkritik an ihrem Körper wahrgenommen. Ist klar, wenn man sich ständig andere perfekte Frauen sozusagen anschaut, dann gefallen ihm die eigene nicht mehr und umgekehrt. Druck zu Handlungen, die dargestellt werden, ist sehr klassisch und sehr typisch. Und das Problem auch noch, das ich auch sehe, ist eben, dass die Psychopathie zunimmt bei diesem Pornokonsum, wo man jetzt nicht weiß, was ist jetzt die Henne und das Ei. Da gibt es relativ viele Studien, die das zeigen. Ja, und dass auch die Cyberpornografie mit Gewaltpornografie assoziiert ist. Da habe ich noch eine schöne Tabelle, nämlich zuerst einmal schauen sich die Leute Softcore-Pornografie an, also Marktdarstellung mit einem Hardcore-Darstellung, gewaltfreier sexuellen Handlungen, aber dann kann es kippen in Gewaltpornografie, Darstellung von Fesseln, Schlagen, offensichtlich noch konsensuell und dann Vergewaltigungspornografie. Das alles, und ich habe mehrere Patienten schon gehabt, die nach und nach da reingekippt sind, ja, weil das bloße Anschauen von immer denselben dann auch den meisten mit der Zeit mühsam wird. Ja. Und da entwickelt man sich dann eben weiter und das ist ein gewisses Problem der Internetsexualität. Aber gut, wir müssen lernen, damit richtig umzugehen. Wichtig ist es nur, glaube ich, bei den Kindern und Jugendlichen nicht so früh zuzulassen, dass es zu viel Pornografiekonsum kommt. Also mein jüngster Internet-Pornografie-Patient war 5 Jahre alt, hat das irgendwie geschafft, offensichtlich aufgrund seiner älteren Geschwister. Und ja, das ist schon ein bisschen früh. Ne? Wie therapiert man Sexsucht? Also hauptsächlich Männer suchen Hilfe. Das kann ich bestätigen. Das sagen die Studien, ich sage das auch. Späte Adoleszenz, ja, stimmt. Massiv mit Scham besetzt. Also alle Patienten, die da Probleme haben, die haben es jahrelang allein probiert und haben sich geschämt und sind dann doch gekommen. Und Schuldgefühle danach. Ja. Volkmar Sigusch
meine eben, dass eben die leibhaften Bedürfnisse werden maßlos und kunstlos befriedigt. Damit meint er eben zum Beispiel eben die Pornografie. Und der Mechanismus ein ebenso selbstsüchtig wie kurzfristigen Befriedigens. Und das ist jetzt so eine Therapieform, eines von vielen. Das ist das 12-Schritte-Problem, wo auch die anonymen Alkoholiker was Ähnliches haben. Das heißt, weg von dieser, von diesem Suchtverhalten hin zu einem selbstbestimmten Leben. Und das tun, was man selber will. Ich habe relativ viele Patienten, hauptsächlich Männer, die sexsüchtig sind, internetsexsüchtig und die da loskommen wollen. Und das ist eigentlich eine Therapie, die relativ leicht machbar ist. Sobald der zu mir kommt, ist er die Hälfte des Sieges schon errungen. Man muss einfach nur es schaffen, irgendwie den Zugang zu beschränken. Ich habe früher ohne die Internetblocker gearbeitet, aber die wären meistens ein paar Minuten schwach und dann wäre es gut, wenn eben die Versuchung nicht direkt vor ihrer Nase steht. Insofern arbeite ich jetzt damit, sehr erfolgreich. Das ist durchaus machbar. Also wenn einer von Ihnen auch dieses Problem haben sollte, das kann man relativ gut bearbeiten. Zusammenfassung, Sexualität ist im Wandel gesellschaftlich und das zeigt sich eben auch in der Psychiatrie. Und deswegen ist die Frage, wie lange diese Vorlesung so noch gültig ist oder ob wir irgendwann einmal die Kataloge wieder umschreiben, weil ja schon einiges verändert wurde in den letzten Jahren. Und das ist auch ganz normal so. Psychiatrie muss sich weiterentwickeln. Ich hoffe, Ihnen hat die Vorlesung geholfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute noch für Ihr Studium. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Bonelli.